So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Da sind wir wieder. Und natürlich alle Leute im Livestream, nicht zu vergessen. Und natürlich, so jetzt, da sind wir wieder. Endlich wieder zu Hause bei ETS. Ja. Wir haben ja zwischendurch öfter mal lange Pause gemacht. Aber wir vergessen ja ETS. Ist ja klar, ETS vergessen wir nicht. Logisch. Logisch. Und ich dachte mir, ich habe ja noch ein kleines Schmankerl. Ah, schön. Schön ist es. Ja, und dachte ich, eine schöne, schöne, gemütliche Fahrt. Ich mache mir dazu mein Latte Macchiato auf, schön. Und die Welt. Ja, ja, Sims machen wir auch. Wie gesagt, ich brauchte aber eine Pause, weil ich war süchtig gewesen. Naja, ich habe nicht mehr getrunken. Ich habe bei Sims, ist halt eine Pause im Moment, so eine Art Sommerpause, weil ich süchtig danach war. Wie gesagt, ich muss 80 Milliarden Links noch runterladen mit heißen Klamotten für Typen, für Mädchen, heiße Wohnungsgegenstände, alles heiß, und habe 80 Milliarden Links und habe immer nicht mehr durchgeblickt. Ich habe nicht mehr geschlafen, nicht mehr gegessen, kann gar nichts mehr. Und deswegen versuche ich da jetzt erstmal ein bisschen runterzukommen, dass ich da wieder einen so normalen Konsens zu diesem Spiel finde und nicht so amokmäßig versuche, das ganze Internet mit Sims runterzuladen. Ja. Und ja, theoretisch brauche ich 50 Leute, die Tag und Nacht für mich runterladen, ja. Und ich brauche den NASA-Rechner, damit ich praktisch alles einsetzen kann, damit ich mein Sims 4 richtig spielen kann. Ich bräuchte also, theoretisch müsste ich bei der NASA anrufen und sagen Sie mal, brauchen Sie den Rechner eigentlich? Sie haben doch sowieso eigentlich, die machen ja sowieso nichts vernünftig im Moment, oder? Dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, da haben Sie eigentlich recht. Sagt mal, sehen Sie, und ich brauche den mal, weil ich muss Sims 4 spielen. So, und dann passen Sie mal auf, Sie sind ja alles NASA-mäßig geprobte Menschen. Sie können mal, ich gebe Ihnen mal die ganzen Linklisten, Sie sagen mal im Kontrollzentrum bei Houston, dass die mal anfangen runterzuladen, während die eine Gruppe implementiert das in das Spiel und ich spiele das dann, ja, alles per NASA gesteuert. Ja, damit ich mal endlich mal eine Geschwindigkeit bekomme, ja. Das ist einfach mal so. Ich bräuchte theoretisch NASA-Unterstützung. Und dann geht es auch. Dann komme ich da. Dann funktioniert es auch mit den Nachbarn. Ja, das ist nämlich so. Und ja, in diesem Sinne, Skulls. Wie man so schön sagt im Rollenspielmodus, Skulls. Dieser Moment, wenn du den Schluck machst und du weißt, deine Welt ist soeben komplett geworden. Sehr schön. Das ist der Augenblick der Freude. So, das, ne? Na, süchtig wonach? Na Mensch, Hardstyle. Nach Sims 4. Mensch, Hardstyle. Nach Sims 4 natürlich. Na. Haben wir den Titel geändert? Ich gucke nochmal. Ich gebe auch mal nochmal aktualisieren. Ja, kontrolliert, meine Damen und Herren. Kontrolliert. Activated und go. Und Dings sagt los. Nee, also los geht nicht. Tut mir echt leid. Für los? Warte mal. Oh nein. Scheiße. Also nochmal. Nochmal den Start. Denn schließlich ist der Start alles, was uns bleibt. Von der Endlosigkeit. Hey, das hat sich gereimt. Achtung, meine Damen und Herren. Da-da-da-da, Bums, Bums. Da-da-da-da, Bums, Bums, Bums. Ah, jetzt. Für die Horde. Ja, übrigens, wer es eilig hier hat, wer neu ist und es eilig hat, der ist hier leider falsch. Ja? Auf diesem Kanal ist das Wort Eile nicht ganz so implementiert geworden. Es geht nach Berlin. In unsere alte Mafia-Stadt. Hey, warum zauberst du mir mein Lächeln aus dem Gesicht? Was soll das? Mach keinen Scheiß wahrscheinlich, aber... Wo stehen wir denn da, sag mal? Ey, da läuft ja... Wo sind wir denn hier? In unserer Werkstatt oder was?
mit unserem Lager? Und wer war der Typ da gerade? Was ist denn hier los? Sind wir bei Pitstop? Zeig mal nochmal, war das eine Frau oder ein Mann? Was da, war irgendwas Blondes gewesen? Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Nun spiele ich das schon so lange und sehe das zum ersten Mal. Spiele ich dieses Spiel schon so Ewigkeiten und habe das noch nie gesehen. Müssen wir mal einen Augenblick genießen hier. Da, jetzt ist er weg. Da ist ja ein Wasserspender. Und da ist er ja. Das ist was, ein Mann, oder? Ein blonder Mann. Ein Schwede. Das ist ein Schwede. Ey, Schwede. Fahr mal ein bisschen weiter mit der Kamera. Da war ja ein Schwede gewesen. Guck mal, da oben sind Ventilatoren. Geile Halle, oder? Guckt euch das an. Und wo ist der Schwede? Der blonde Schwede. Das kommt als Titel auf dem Cover, sage ich euch. Da ist er wieder. Kann man sehen? Der blonde Schwede, Alter. Bei uns arbeitet ein blonder Schwede. Was ist ein Ding? Da ist er. Kann man sehen, ja. Du, das ist eine Frau, oder? Dann ist es eine Schwedin. Alter Schwede. Fängt ja schon gut an hier. Das geht ja schon. Aber warte mal, war irgendwas in meinem Zeug drin gewesen oder sowas? Hey! Erstmal pfeifen. Herzlich fragt, Cosi, wo ist der neue LKW? Na, der steht in Berlin. Und deswegen fahren wir da jetzt hin, um den LKW zu holen. Und wenn wir den haben, ja, dann fahren wir nach Sweden. Ja, zum Grand Champs de l'Amour fahren wir dahin. Ja, na dann mal los. Okay, wir gehen erstmal raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind. Wir sind ja in Berlin schon. Oh nein, was ist schiefgelaufen? Sag mir nicht, dass wir unseren LKW nicht mehr haben. Wir sind ja schon in Berlin. Na, das zählt jetzt aber nicht. Jetzt fahren wir nochmal nach Amsterdam zurück und dann fahren wir nach Berlin. Weil das zählt ja nicht, das ist ja Cheaten. Jetzt sind wir ja schon in Berlin. Ich habe mich gefreut, nach Berlin zu fahren. Jetzt fahren wir erst nach Amsterdam zurück. Das ist ja scheiße, Mann. Warum sind wir denn jetzt in Berlin? Es hat doch gar kein Update stattgefunden. Wir haben den LKW jetzt nicht mehr, den wir uns gekauft haben. Ey, mach jetzt keine Scheiße mit uns, sag ich dir. Ich muss mal gucken. Hier vielleicht? Das müssen wir mal gucken. Da. Doch, wir haben den gekauft. Und da ist er. Tja, Leute, das ist natürlich sehr traurig. Wir sind schon in Berlin. Unser Ziel war aber gewesen, wir fahren von da, wo wir herkamen, Amsterdam, nach Berlin, um dann umzusteigen in unseren neuen DAF-LKW. Jetzt sind wir aber schon in Berlin. Wir haben also theoretisch ein Problem. Denn ich hatte mich gerade gefreut, mit meinem Latte Bla und so schön nach Berlin zu fahren.
Verstehst du? Deswegen sieht es hier auch so komisch aus. Hat mich schon gewundert, warum wir hier, weil wir waren ja mitten auf dem Weg nach Berlin. Deswegen wundere ich mich, warum wir hier in so einer Halle stehen. Da sagt jemand, drück auf Einsteigen. Aber nicht doch. Drück doch nicht auf Einsteigen. Ne? Der drückt mal. Du musst viel ruhiger werden, viel geschmeidiger. Also für alle Neuen, denkt dran, lehnt euch zurück, entspannt euch. Denn hier ist die Welt anders. Wir spielen nach einer Geschichte. Das heißt, damit wir aber so ein kleines Gefühl bekommen, dass wir nach Berlin fahren, fahren wir jetzt erstmal raus. Weil ich will schließlich nach Berlin reinfahren. Ich meine, ich fahre nach Berlin rein, um den neuen LKW in Empfang zu nehmen. Wenn ich schon in Berlin bin, dann ist ja das Ganze, ich fahre in Berlin rein, nicht mehr da. Das geht nur, das geht so nicht. Also so geht's nicht. Das heißt, wir fahren jetzt nach Hamburg. Und dann fahren wir wieder zurück. Dann haben wir so eine Art Ersatzbefriedigungs- ich fahre nach Berlin-Phase gehabt. Das heißt, wir schaffen es also heute nicht mehr nach Berlin, weil wir schon in Berlin drin sind. Das ist total verwirrt schon wieder. Ey, das war ja wieder klar gewesen, verstehst du? Dann möchte ich nach Berlin fahren und dann bin ich schon in Berlin. Macht mich so fertig, Alter. Warum? Na gut, können wir nicht anders. Das ist echt Cheater. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ins Hotel. Denn unser Hauptziel war gewesen, normalerweise ist es so, machen wir mal lauter hier, normalerweise ist es so, dass wir theoretisch nach Amsterdam zurückfahren müssen, um von Amsterdam wieder zu starten, um nach Berlin zu kommen. Denn wir haben schließlich in Amsterdam eingekauft, ja, und waren dann fertig und haben uns auf den Weg nach Berlin gemacht. Jetzt kam wahrscheinlich ein Update, was ich aber nirgendwo gesehen habe. Dann war das das Update, was der bei Steam gezogen hat wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und sind jetzt in Berlin. Das ist aber unrealistisch, weil wir haben ja keinen Warp-Antrieb. Ja, das kann ja nicht sein, dass wir von Amsterdam plötzlich einen Warp-Antrieb nach Berlin machen. Ist also, wir spielen ja schließlich eine Simulation. Ja, und in der Simulation müssen wir natürlich realistisch unseren Weg fortsetzen, den wir ja praktisch die Bums-Ding hatten. So, und wir waren ja schon irgendwo, wir waren ja schon vorangekommen. Das heißt, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Das ist ja ein Fuhpark. Das heißt, wir müssen das mal gucken. Jetzt muss ich die ganzen. Lass mir mal kurz die Videos. Das ist eine. Das ist gerade sehr, sehr unbequem, muss ich mal sagen. Aber ich muss das letzte Video, wo wir stehen geblieben sind. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ah, ich hab schon. So. Also tatsächlich, wir haben uns nur den LKW gekauft. Ne, warte mal, wir sind irgendwo losgefahren. Wo sind wir denn hingefahren? Zeig mal her. Wir waren auf dem Weg nach Berlin. Okay, wo sind wir denn hin? Wo sind wir denn hingefahren? Das war, glaube ich, Dortmund oder so, oder? Zeig mal her. Nach Belgien? Ne, mach mal keinen Scheiß. Nach Dings hier, oder? Wo sind wir denn? Wir sind gerade rüber gefahren. Von Amsterdam gerade rüber. Zeig, mach doch, Cosima, mach doch mal die Maus über dieses Fähnchen, damit ich weiß, wo das ist. Cosima macht auch überall die Maus rüber, bloß nicht da, wo das Fähnchen ist. Mach doch mal jetzt das Fähnchen darüber. Du schaffst mich noch. Soweit waren wir ja, ich meine, ist ja nicht. Nach Osnabrück waren wir gewesen. Okay, Osnabrück. Das heißt, wir fahren über Hamburg nach Osnabrück zurück. Reimt sich sogar. Von Osnabrück zurück. Das heißt, wir kommen Bronas besuchen sozusagen. Das heißt, Osnabrück. Oh. Dummerweise ist Hannover ja gesperrt. Weil Hannover gesperrt ist, können wir da nicht lang fahren. Das heißt, wir müssen den langen Weg über Hamburg, Bremen, Osnabrück. Oder noch schöner, wir fahren über Magdeburg, Kassel, Dortmund nach Osnabrück und fahren dann zurück über Bremen, Hamburg nach Berlin. Dann haben wir einmal den großen Kreis, sind wir einmal den großen Ring gefahren hier.
Geht ja nicht anders. Das heißt also, wir müssen jetzt nach Magdeburg. Ist auch eine kurze Strecke, dann können wir ein schönes Bettchen gehen. Das ist ja echt ein bisschen blödi. Naja. Aber das Schicksal hat so entschieden. Wir können es nicht ändern, Leute. Ja, wir müssen erstmal nach Osnabrück zurück. Ey, der Wagen rollt. Aber der Wagen, er rollt. Ich wäre ja so gern noch geblieben. Aber der Wagen, er rollt. So, wir drehen uns nicht um. Wir gucken nicht zurück. Wir tun so, als ob wir gar nicht hier gewesen wären. Sieh nach vorne, nie zurück. Denn gestern war heute noch morgen. Ein neuer Tag, neues Glück. Sieh nach vorne, nie zurück. Alles richtig, ja. Fahren wir erstmal ins Hotel. Hey, hey, ich war der goldene Reiter. Ich bin ein Kind dieser Stadt. An der Umgehungsstraße, kurz vor den Mauern unserer Stadt. Steht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat. Sie hat das Fassungsvermögen, sämtliche Einheitszentren der Stadt. Gehen ihre Nerven durch, wirst du noch verrückter gemacht. Kollege, alles klar? Hey, 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 ich war der goldene Reiter. Hey, 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 ich bin ein Kind dieser Stadt. Hey, 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 ich war so hoch auf der Leiter. Doch dann heb dich ab. Ja, dann heb dich ab. Wow. Hey, hey, so, streck mal aus. Laut, ja. Alle raus? War zu laut hier. Tür zu. Ja, gut. Mann. So, guck mal. Ah, guck mal, hier in Berlin wissen sie, der Platz vorne, erster Platz hat frei zu sein. Das ist der Parkplatz von Hypnos World. Na, logisch. Na, die wissen hier in Berlin, wissen sie Bescheid. Leg dich hier nicht mit Hypnos World an. Das Mafia alles. Ja, die wissen wir, wie der Braten. Aber haben die den Zaun versetzt? Oh, guck mal, oh, eine Frau mit Hund. Hallo, Schnucki Putzi. Baby. Na da. Musst du jetzt gerade gähnen, Lucille? Wir treiben's so munter und du machst nicht mit. Musst du jetzt gerade gähnen, Lucille? Die Kinder sind schlafen und wir sind so scharf. Das hat der Wein gemacht. Und ich sag jetzt nochmal, Schatzilein, klatsch, klatsch, du musst nicht traurig sein, klatsch, klatsch, ich hau dir eine rein, das musste ja mal wieder sein, lalalalala, das hat der Wein gemacht, so. Und ich sag nur Schatzilein, klatsch, klatsch, ich schieb von hinten rein. Du kleines Ferkelein, denn schuld warst nur du ganz allein. So. Hast du einen normalen Führerschein? Gibt es dann auch unnormale Führerscheine?
Das wäre jetzt mal eine Frage, die wir praktisch in den nächsten Stunden klären müssen. Aber erstmal muss ich ins Hotel gehen, denn da warten richtig brandheiße Dienstmädchen auf mich. Und die eine tanzt dann so richtig heiß an der Stange. Also ich hab ja praktisch so die Premium-Suite. So, und die eine tanzt also recht schön Table Dance an der Bettstange und die andere macht das auf der linken Seite, wenn ich schön in der Mitte wieder sitze und meine Spaghetti esse. Ja. Deswegen, das muss man später erläutern. Ich muss jetzt erstmal gleich mal los ins Hotel, verstehst du? So, also, bis gleich. Schnarch, 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 schnarch. Und mitten in der Nacht werde ich erwacht. Denn die eine von den Dienstmädchen hat einen unruhigen Schlaf, denn sie weiß, ich muss bald wieder los. Und es geht Licht an. Motel. Der Hausmeister dreht seine Runden. Schon seit Stunden. So, okay, dann gehen wir mal. Das heißt, wir müssen jetzt. Unser Plan war Magdeburg. Magdeburg, meine Damen und Herren. Okay. Leise schleiche ich auf die Toilette mit meinem PDA, damit die Dienstmädchen nicht wach werden, um zu gucken, ob es schon was auf dem Frachtmarkt gibt. Magdeburg, Helsingborg, nein, da kommen wir noch zu. Osnabrück? Hey, ne, direkt? Ja, das ist ja noch besser. Jawohl, ja. Käse nach Osnabrück ist ja. Ja. Das ist ja noch besser. Dann brauchen wir keine Zwischenstopps machen. Na, also, es geht doch eine Fluglinie. Na, also, yeah. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Das ist ja. Ey, das ist ein Wunder, ist gerade geschehen. Und ich hab's gesehen. Ha, nee, nicht nur Nena, ich auch. Ja, das nehmen wir doch. Na, da sind wir dabei. Das ist ja richtig geil. Sogar Käse. Ey, es gibt Essen, Leute. Mamma mia, bella Italia, stupido, eh? Achtung, los. Ja, mein, oh Mann, das ist ja. Das muss wahrscheinlich an der Latte liegen. Ja, wenn du so eine geile Latte hast. Oh, deswegen muss ich erstmal. Oh, ja, das ist gut, dass ich rausgeschlichen bin und mein PDA kontrolliert habe. Es geht jetzt los. Wir holen erst die Fracht. Und dann machen wir unseren LKW-Check. Wir rollen jetzt leicht leise vom Hof, denn es ist gerade 3:47 Uhr da. Die wollen alle schlafen. Schön ruhig. Licht anmachen. Und schön leise. Fahr mit gedämpftem Licht. So, schön leise. Mach kein Scht. Mach jetzt kein Scht. Ich fahr vor. Kommt mal alle raus. Wir müssen los. Uns ruft die Nacht. Psst, ganz leise. Jetzt Licht an. So, los, kommt alle. Guck mal, die Frauen. Oh, die eine hat ja so einen Morgenmantel an und nichts drunter. Und die andere, oh, die andere hat wieder nur Gummistiefel an. Warum? Das sieht aus wie Hardstyle. Ich glaube, das ist Hardstyle. Warum hat die nichts anderes, nur die Gummistiefel? Ich verstehe das immer nicht. Und die Jungs, na, die sehen wieder anständig aus. Naja. So, sind alle drin. Tür zu. Kurbel mal ein bisschen das Fenster runter. Ich bin ein bisschen heiß. Ach, man ist gleich leise. Aber schnell los. Guck mal da. Der Fernsehturm. Oh, Foto mal, komm. Los geht's. So, gleich können wir Lärm machen. Ich brauche meine Frauennavigation. Tut, tut, tut. Gut. Kollege, man hat mich nicht gesehen, Scheiße. Aber müssen wir ordentlich Flamme jetzt geben. Oh, man muss euch. Erstmal den Motor ein bisschen wach machen. Ja, man muss ja mal sein. Hör doch mal auf zu knurren jetzt.
So, pass auf, ihr kriegt jetzt gleich erstmal Order. Achtung, Fußgänger schauen. Um die Zeit ist keiner. Da pennen die alle. Oder sind am Vögeln. Eins von beiden. Entweder pennen sie oder sind am Vögeln. Also nicht, was ihr denkt. Hier. Das meine ich mit Vögeln. Nicht, was ihr schon wieder denkt. So. Haben wir unseren Auftrag bekommen? Yes. Yes. Geilomato. So, pass mal auf. Bronas, wir sind ja hier in Berlin. Ja, wir sind hier in Berlin. Das heißt, Bronas, Hardstyle und alle anderen, ihr geht mal alle gemeinsam rein, dass ihr mal ein bisschen Übung wieder bekommt und zieht mal euch an, Mafia-mäßig. Also das heißt Nadelstreifenanzug. Die Jungs, schön Schuhe mit schönen diese Tanzschuhe mit den Kappen, ne? Mit den Puschen sozusagen. Also die Puschen drüber so. In schwarz mit weißen Puschen drüber. Die Mädchen... Anständiges knielangen Rock, bitte, nadelstreifenmäßig. Dazu dezente Bluse mit Rührchen und sowas. Schöne Kette, Ohrringe, schöne Schleifchenhaar, schön zurechtgemacht. Halt Mafia-mäßig. Die Jungs mit Maschinenpistole, die Mädchen mit ihrer kleinen Handtasche und Handfeuerwaffe. Kleine Handfeuerwaffe, Mädchenfeuerwaffe, ne? So, so könnt ihr mal reingehen und seid schön locker, denn wir haben hier die Macht. Berlin gehört uns. Und lasst euch die Frachtpapiere geben. Ach so, die eine Hälfte. Die andere Hälfte, ihr geht mal ins Lager und sagt, Hypnos Volt ist da, wir brauchen ungefähr 15 Kilo Käse für unterwegs und so. Die fragen auch nicht warum. Also bei den anderen müssen wir mal sagen, ja, wir kommen von Hypnos Volt. Braucht da nicht sagen, die sehen euch mit den Nadelstreifenanzug, da wissen die sofort, aha, mach mal 15 Kilo Käse klar, müsst ihr nur abholen. Die sehen es wahrscheinlich, ja, die gucken schon da oben. Ja, die gucken schon. Die wissen also, da braucht man jetzt hier nicht lange rumdiskutieren mit den Leuten, weil es ist ja unsere Stadt hier. In anderen Städten, da muss man wieder nett sein und rumschleimen und hast du nicht gesehen. Brauchen wir hier nicht machen, das ist so, weil die wissen genau, mit wem, mit uns legt man sich nicht an und so. Das ist schon ganz gut. Sozusagen, warte, sozusagen Heimvorteil. Ja. Hier haben wir Gott sei Dank mal einen Heimvorteil. Ja. Oh, das war schlecht, Kose. Das war schlecht. Aber noch gerettet. Der ist noch perfekt eingedockt. Achtung, andocken. Lehrling, mach mal hier hinten die ganzen Dinger dran, die ganzen Verschlüsse. Hast du dran? Was ist nun los? Hat er noch zurückgesetzt? Hast so viel Pass? Jeder hat ja nur einen Fußfahrer vorgelegt. Da ist ich ein bisschen erschrocken, der Lehrling. Naja, weil da war noch der Rückwärtsgang drin gewesen. Tödlicher Fehler. So können praktisch Unfälle entstehen. Ja, Vorsicht am Arbeitsplatz. Immer schön den Rückwärtsgang rausnehmen. Am Arbeitsplatz, ja? So, wir machen jetzt erstmal unseren Check. Fracht haben wir angedockt. Ich komme euch gleich holen. Bleibt mal da am Eingang. Ich komme gleich. Ich mache erstmal noch kurz einen Check hier. Ob alles Roger ist und so. Lalalala. Derweil könnt ihr ein bisschen den Fernsehturm. Guckt euch mal ein bisschen den Fernsehturm an. So. Check. Blinker rechts. Trailer läuft. Ja, läuft. Gut, danke. Blinker links. Läuft. Warmblinker rechts. Ja, war die feste Bremse. Läuft, alright. Warmblinker Licht. Läuft. Bremse. Geht. Ja, jetzt vorne. Blinker rechts. Läuft. Blinker links. Läuft. Warmblinklich. Geht. Ja. Dann Standlicht ist normal. Normallicht. Standlicht. Normallicht. Tsch. Tsch. Ah. Ist was kaputt. Moment, wir haben was kaputt. Die haben irgendwas in der Werkstatt, haben die irgendwas an unseren LKW geschraubt. Ah, ich weiß schon wieder, der Lehrling. Ich wette, der Lehrling hat wieder geputzt und dabei hat er wahrscheinlich die aus Versehen wieder die Lampen ausgeschaltet. Ich habe extra gesagt, die sollen das dem Lehrling sagen. Ich habe das extra noch angerufen gehabt. Da kriegt einer von uns im Lager jetzt wieder Ärger. Einer muss jetzt wieder Vorgesetzten wird jetzt wieder den Hof fegen, weil die dem Lehrling wieder nicht beigebracht haben, einer von euch wahrscheinlich, dass der praktisch die Lichter mit einzuschalten hat. Ja, der kann ja nichts dafür, wenn er das nicht weiß, der Lehrling.
Also kriegt einer von den Verantwortung hier, von einer Verantwortlichen von euch, wird wahrscheinlich erstmal wieder Hof fegen dürfen. So, jetzt. So, Normallicht. Standlicht, Normallicht. Und Fernlicht. Okay. Läuft. Dann los. Eine sogenannte Nachtfahrt. Und los geht's. Lass mal die Leute vom Eingang abholen mit dem Käse. Dann können wir unterwegs schön Käse essen. Na also. Der erste deutsche Bildungskanal. Cozy Entertainment mit Niveau vor allen Dingen. Cozy Challenger. Wo? Wobei denn? Oh Mann, ich denke, dass die. Oh, da will jemand. Da ist jemand ein Revolverheld. In diesem Sinne. Jeepai! 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 So. Moment. So, alle einsteigen. Alle einsteigen. Gut. Vorne bitte einschneiden. Kein Alkohol, kein Rauchen bitte. Das mag ich hier in der Kabine nicht. Was sagt jemand? Kaio! Kaio! Hallöchen, Hallöchen. Und Tür zu. Dreh mal ein bisschen Fenster runter. Dann kriegen wir noch ein bisschen was von der Morgenfrischen Luft, von der Morgenluft mit und so. Mit der frischen Morgenluft. Wie sie so verpufft. Ich denke ja, dass du. Oh, da ist jemand hochgeworfen worden. Hochgeworfen? Das geht anders. Hochgeworfen und mit einem Roundhouse-Kick davongetreten. So, hui! Ja, pf, das war jetzt gemein, Cozy. Tut mir leid. So, Konzentration bitte. Wir haben Order. Order. Jetzt kommen wir uns gar nicht. So, denk dran, wir freuen uns jetzt nicht. Wir freuen uns jetzt nicht. Wir tun so, als ob wir gar nicht in Berlin waren. Ja, es gibt dieses Berlin nicht, okay? Lasst uns, wir singen ein Lied. Musst du jetzt gerade gähnen, Lucille? Nee, wir wollten noch ein anderes Lied singen. Wir waren noch vorhin dabei, ein anderes Lied zu singen. Wie war das nochmal? Jupp, ja. Jupp bei die und jupp bei da. Nee, das ist pervers. Soll ich singen? Soll ich singen? Aber was ist pervers? Du machst jetzt, du willst mich doch. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Na, nicht mit mir, das habe ich inzwischen gelernt. Alter Schwede. Ey, sag mal, was ist da? Was haben die denn, sag mal, was haben die denn am Lager mit dem LKW gemacht? Der säuft mir ja andauernd ab. Haben wir was Falsches getankt oder so? Wer war für Tanken zuständig? Das sag einmal. Sag mal, wie viel Gewicht haben wir denn? 18 Tonnen ist doch in Ordnung. Was ist mit dir los, LKW? Bist du noch nicht wach oder was? Guck mal, kein Schwein ist unter. Die sind alle am Schlafen, Junge. Oder am Vögeln. Oh, warte mal, so, ich bin da mal weg. Genau, Natalu, schlaf schön, träum was Schönes. Natalu, sie geht ins Bett. Was knurrt denn der LKW die ganze Zeit? Kollege? Hardstyle, schlaf schön. Berlin, mach's gut, Berlin. Nee, du bist ja gar nicht da, Berlin. Wir haben nicht, wir sind, du bist gar nicht da. Warum leckt denn das eigentlich nicht? Fällt mir gerade mal so auf. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Naja. Nö, hat's ja gesagt, nö.
So, Frauennavi-Erweiterung. Schiff wird kommen und mich mitnehmen auf die weite See. Ein Schiff und ich denk mir nur, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich werd ja so schnell seekrank, wenn ich auf dem Wasser bin. Aber ich bleib in der Kabine, da scheint's nicht so zu schwappen. Lalalalala. Eines Tages werde ich ein Seemann sein und dann werde ich ganz oben stehen auf der Reling und ganz allein. Leb wohl, meine Kleine, ich werd heut ein Seemann. Die Ferne, sie lockt mich, ja, sie hat mich so gerne. Halt mal hinter mir, ich muss eine Spur wechseln, mein Kollege, da hinten. Dann gehen wir da hinten hier auf den Sack. Was ist denn jetzt los? Alter, hallo? Sag mal, mit dir bist du denn verrückt? Wolltest du eine Final Destination machen mit mir oder was? Hella, da, 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 immer so schön die Wellen. Wenn sie so vorne ranschlagen an die Bugwand. Da, 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 da. Mit 20 auf die Autobahn. Das kann nur ich ganz alleine. Das macht mir so schnell keiner nach. Bitte lasst ihn sich doch nicht so gehen. Sonst tut er mir mal widerstehen. Was? Motfreie Zone? Junge, dann darf ich jetzt ja rumblöd, dann darf ich jetzt ja rumschweineln. Nein, Cosima, benehm dich. So, wir müssen von der Autobahn runter. Von der Autobahn, da fahren wir jetzt zügig runter her. Auf der Autobahn. So, wenn wir ein bisschen aufpassen, vielleicht sehen wir, Kollege, ein paar heiße Frauen, die wir mitnehmen können. Man kann ja nie wissen. Willst du mal Richtung Freiburg fahren? Hätte ein paar Kilo zu verticken. Kollege? Mein Zeit, Kollege nicht los. Kollege? Lalalalalala. Oh, Bronas lebt wieder auf großem, großem Fuß. Paulchens. Was, das sind Paulchens da? Hallöchen, Paulchens. Oder, also alle Trolle. Ich begrüße, ich beglückwünsche euch und herzlich willkommen hier bei Hypnos World. Einen Sender, der praktisch außerhalb jeder Vorstellungskraft liegt. Ist klar. Ja, ist klar. Warte mal, das ist eine Lichtung. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir müssen mal gucken. Wir haben 9 Stunden, nicht? Nee, doch 9 Stunden? Für wie viel Kilometer? Für 300. Wir fahren in 3 Stunden, fahren wir 180 Kilometer, glaube ich. 180, 180. Ja, das haut hin. Dann können wir kurz mal ein bisschen kurz halt. Warte mal. Sieht so aus, als ob er da in der Luft schwebt, oder? Oh, 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 oh. Ach, das Ding ist abgesoffen. Ein Stückchen vor. So, nur mal aussteigen. Jetzt steigen wir es mal kurz aus. Hey Kollege, du bist ja richtig clever, du bist ja vorbeigefahren. Na also, endlich mal jemand, der LKW fahren kann. Na also, geht doch. Muss man immer erst schimpfen mit euch aber. Ups. Autsch, oh, jetzt bin ich voll ausgerutscht. Aus dem LKW gestiegen und gleich hingeschlagen. So, oh, guck mal. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Ort am Himmel. Und ich habe einen großen... Eins. Hier kommt die Sonne. Oh, das ist das wird ein episches Bild. Warte, Kame. Alter, seid ihr bescheuert?
Halt. Sag mal, ich komm dir gleich runter und hau dir deine scheiß Hupe vor die Birne, sag ich dir. Lächeln? Ja. Das, jetzt wird es lange. Hallöchen alle Neuen übrigens. Willkommen im Wahnsinn. Oh, guckt euch das an. Ein Bild. Oh. Hier, ein bisschen ran an den Bäumchen. An der Bäumchen ein bisschen ran. Guck mal hier. So was Idyllisches. Ja, lächeln. Boah. Aber wir wollen es auch ein bisschen ohne Bäume lenken. Ein bisschen von rechte Baum, linke Baum. Schlagbaum, ne? Bisschen hier, guck mal hier. Ich flipp gleich aus, wenn er nicht aufhört zu hupen. Dann gehe ich in seine Kabine, schraube ihm sein verstammtes scheiß Lenkrad ab und ziehst ihn durch, einfach mal mit dem Hals durch. Und dann hat er seinen Lenkrad aber mal halt den Kopf durch den Lenkrad gezogen, sag ich dir. Du alte scheiß Hupe, du. Ich flipp gleich aus, Alter. So. Nein, komm her, so ist gut. Das ist wieder so ein Gelegenheitshuper. So ein Trittbrettfahrer, hört ihr? Das ist dieser Hupen, ein sogenannter hupender Trittbrettfahrer. Nee, bei alle Hupen mache ich mit. Nee, ich habe mich getraut auch zu hupen. Nee, ich bin voll mutig. Nee. Oh, schön. Mann, du lenkst ihr. Boah, ja. Krieg dich mal ein mit deiner Hupe. Welche? Ja, Mann. Voll die Action. Ja, die sind ja wohl bescheuert, sag mal. Euch haben sie uns Gehirn geschissen. So. Nochmal einen vom Baum. Oh. Guckt euch das an. Landschaftsbilder, wunderschön, ne? Welche? Ach, herrlich, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, jetzt aber. Aber welche Napsülze hupt mir so? Welcher von euch Napsülzen hupt mir so? Bist du das? Kannst du dir nicht... Denk doch, kannst du dir nicht derweil oh, Mädchenbus. Das ist ja ein Mädchenbus, oder was? Der ganze Bus ist voller Bräute, Alter. Oh Mann, Final Destination. Also ich an eurer Stelle würde von diesem LKW ein bisschen Abstand halten. Ich sag's ja nochmal so. Ich habe den Film gesehen. Ja, ja, komm mal klar mit deiner Mädchenhupe, Leute. Ist ja nie aushalten. Bewundert lieber den wunderschönen Palus, der da hinten steht. Diesen rot-weiß gestreiften Palus. Autsch. So. Oh, ist ein Stress. Als LKW-Fahrer hat man es echt. Oh, oh, oh. Wird wieder ein fliegender Start. Gut. Hör mal auf jetzt, Mann. Mal ein bisschen Zunder geben, dass wir ein bisschen Zeit aufholen. Aber da kommt eine Tankstelle, sehr verlockend. Grüß mal. Bei mir wird YOLO ganz groß geschrieben. Was, YOLO? Was YOLO? Ist das ein Joghurt oder was? Das ist eine 200 Meter Tankstelle, Leute. Dann haltet euch mal ein bisschen bereit. Wahrscheinlich, wir müssen gucken, wenn es eine coole Tanke ist, fahren wir mal kurz ran. Ja, ist eine coole Tanke. Aber wir müssen ein bisschen zügig arbeiten. Also nicht ganz so stark trödeln, weil wir ja gerade eine schöne Fotosession hatten, wo wir alle halb nackig gewesen sind. Mal dem gucken, mal wegen der Spritpreise hier. Oh, da hostet jemand. Vielleicht ist Luder hostet. Danke fürs Hosten. Und herzlich willkommen alle verrückten Leute von Freches Luder sozusagen. So, Spritpreise haben sie wieder angehoben, die Ratten. Die. Na, guck mal, wie die Sonne auf die Tankstelle knallt. Der Tag erwacht. Naja, wir sind ja schon früh auf den Beinen, Mann. Wir sind seit früh auf den Beinen. Wollen wir noch einen kleinen Schluck nachtanken? Unsere Kiste ist ja doch ein kleiner Schluckspecht. Mal gucken, wie der darf, was der so wegtrinkt. Erster Stopp, Darmabteilung. Mach den Motor aus. So, Bronas, hier Skyrant, du gehst mal ran, tankst mal für einen Liter nach. Und Bronas und die anderen, Mace geht auch mal mit, genau, Bronas und Mace, ihr nehmt mal die anderen Leute mit, geht mal rein, holt mal wieder 3 Schmuddelhefte in kleinen, die Limited Edition, und 3 große Schmuddelhefte, die Limited Edition, weil die brauchen wir zum Tauschen für die Firma.
Sondern für mich wieder das Übliche. Also 3 Currywürste und eine doppelte Portion Pommes. Pommes, also Currywürste schön scharf, Pommes schön mit Mayo wieder. Und dazu lasst man noch extra einpacken, 2 Kirschstreusel für unterwegs, ohne Sahne. Ich bin schon fett genug. Ja, dann genau so. Gut, haben wir Pläne gemacht. Guck mal, das ist der Bräutebus wieder. Alter Schwede, das ist der Bräutebus. Da muss man, schade, ich würde ja gerne mich hinten ranhängen, aber wir sind erstmal noch am Tanken hier. Ah, hört ihr die Vögel? Ich höre es Vögeln wieder. Na, tanken wir es mal ein Liter nach. Oh, 200 Euro schon reingeschmissen? Oh, da zieht es der aber wieder die Schuhe aus heute. Ach, und voll. Ach, so eine runde Summe. Haben wir eine runde Summe getan? 137 Liter, guck mal, aber 200, genau 200 Euro. Mensch, das ist eine runde Summe. So, ich komme euch holen. Das ist gut, Mace, wenn du ausgibst, weil, wie gesagt, ich habe gerade 200 Euro hier in den Tank getreten, kannst du sagen, reingeschmissen. Bei unserem kleinen Schluckspecht. Ja, komm mal da rum, wird ein bisschen eng. Sollte der Pfeiler eine Kratzer bekommen, dann... Oh, geht aber. Sieht gut aus. Und wieder... okay. So, komm. Einsteigen wieder. So, gucken wir noch ein bisschen, ob wir ein paar heiße Typen sehen hier. Guck mal, wie die Sonne auf dem Boden reflektiert. Cool, oder? Wir hätten noch ein bisschen Scheinwischerwasser trinken sollen, aber nein, was soll's. So, seid da drin, Tür zu. Mach mal die Fenster ein bisschen runter da. Dann kriegen wir noch ein bisschen was von der Morgenluft mit. Das kann ich, wer die mal hochdreht. Ich habe vorhin schon gesagt, mach mal runter. Irgendeiner von euch hat schon wieder das Fenster hochgedreht. So eine schöne Morgenluft hier. Nicht den noch eine Delle rinfahren und kriegt da wieder eine Krise. Da ist mir einer in meine schöne Auto reingefahren. So, los geht's. Pennen. Genau, da sagt einer tschö mit Ö. Genau, schlaf schön, träum mal schönes. Und einer sagt, er ist arbeitslos. Du bist, ist doch nicht schlimm, wenn du arbeitslos bist. Guck mal, es gibt's mal bei Google ein Jobcenter und dann guckst du mal wegen Arbeit. Ist doch kein Problem. Gib doch hier, geh mal bei Google. Das ist so der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, du machst dann mal, schreibst du schon mal deine Bewerbungsunterlagen, machst du alles schön fertig, Kopien, was du so brauchst, so dass du es schon mal hast. Und dann meldest du dich mal bei so Seiten an, wo man praktisch für Jobsuche und sowas, ja, dass die Leute wissen, dass du einen Job suchst und so. Ich habe keine Aufgabe. Na klar, du warst mit drin, eine Schmuddelhefte kaufen. Ja, ne, die frische Luft hat einen gut getan. Guck mal, die Überlandmasten hier. So, jetzt muss man ein bisschen Zunder geben, das heißt, wir müssen ein bisschen Zeit gut machen. Jetzt muss man ein bisschen auf den Motor so ein bisschen auf den Kopf treten. Wir haben 300 noch mal Kilometer. Wahrscheinlich werden wir jetzt irgendwann aufhören. Den ganzen Weg werden wir wohl nicht schaffen bis nach Osnabrück. Sag mal, was ziehst du denn jetzt auf meine Spur, du Vogel? Das ist eine LKW-Spur, du Pfeife. Wenn du zu dämlich bist, dann fahr doch Fahrrad, Mann. Hau ab von der Bärenspur. Das ist die Spur für die Bären, Mann. Siehst du aus wie ein Bär, du Bär, du? Gut, dass ich sowas nicht in echt machen muss. Oh, die Polizei rast schon wieder hinterher. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, genau. Ups, hupala. Holt den mal. Der ist in meine Spur reingefahren und wollt mich ärgern. Genau. Guck mal, wie sie hinterherjagen. Die wollen schon wieder jemanden verhaften wahrscheinlich. Ja, ja. Jag den mal hinterher. Der hat nämlich, der wollte mich, es hätte ein Schneiden sein können. Genau, also, ich glaube, der hat mir sogar einen Stinkefinger gezeigt. So. Stimmt zwar nicht, aber ist auch egal, oder? Kollege? Magdeburg, wir kommen. Wir fahren durch Magdeburg. Meine Damen und Herren, wir fahren durch Magdeburg. 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 Irgendwas mit Burschen, hä? Ihr Burschen. So, wir müssen in die mittlere Spur. Oh, guck mal, wieder angeheizt hier.
Kommt er wieder angerannt mit der Fahne in der Hand. Da läuft ja, guck mal, schönes Wetter. Also was willst du mehr? Sag mal ehrlich, was willst du mehr? Die Welt ist in Ordnung. Das ein, die einzige Steigerung ist, wenn du praktisch während der Fahrt... Gib mir mal meine Latte rüber. Danke. So, hier, Harzer, nimm mal wieder ab. Danke, Harzer. So. Ha! Chinggis Khan! Hey Leute, ho Leute, hey Leute, immer weiter. Kollege, hey, hu, Chinggis Khan! Rauf Brüder, sauf Brüder, hauf Brüder, hauf Brüder, was soll man alles machen? Hohoho, immer nur lachen. Ja, das hat der Wein mit uns gemacht. Wir singen und wir tanzen, bis die Schwarte kracht. Na, hu, ha, hu. Nee, Moskau, fremd und geheimnisvoll. Hier sind die Mädchen toll. Ohohoho. Wir singen ho, 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 la, la, la. Nein, das ist falsch, Cosi. Warum bin ich eigentlich so glücklich? Was ist eigentlich in dieser Latte Macchiato drin? Na, 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 di, da, da. Oh, Leo. Nein, das ist falsch. Warum leckt das eigentlich nicht? Naja. Ich bin auf der Straße in Richtung... Das Leben kann nicht schöner sein. Ist das nicht schön? Genießt mal diese Augenblicke. Guck mal, ETS. Wir fahren endlich mal wieder ETS. Das muss man einfach genießen. Wenn ich dann denke, wie ich mit ETS angefangen habe... Ach ja, das wollte ich sagen. Jetzt setzen wir uns das nicht schön. Dann kann ich so richtig schön labern bei dem Spiel. Hey, pass auf. Bei anderen Spielen muss ich mich konzentrieren, wie zum Beispiel bei LOL oder Counter-Strike, da kann ich gar nicht reden. Ja, da muss ich meine Schnauze halten und Headshots machen und so. Da bin ich total eingespannt vom vielen Spielen und so. Aber hier, da kann ich so richtig schön mich unterhalten. So 200 Meter Tankstelle. Ne, wir waren ja gerade dran. Ne? Ich habe ja noch zwei Kirschsträuße. So, und zwar wollte ich mich mal... Ich wollte sagen... Warte mal, ich muss aufpassen hier. Müssen wir hier runter? Nee, mach mir keine Scheiße hier. Ach so, hier ist eine... Oh, Scheiße, das wäre eine coole Tanke geworden, oder? Na, in der Kurve gucken ist immer ein bisschen kriminalmäßig. Warte mal jetzt. Geh mal ein bisschen vom Gas, aber nur so ein bisschen, leichtes... Oh, da wäre eine geile Tanke gewesen bestimmt. Scheiße. Oh, oh, oh. Puh. Pro-mäßig abgefangen, die Kiste. So, was wollte ich sagen? Also für die YouTube-Leute, wir hatten vorhin das Thema gehabt. Oh, guck mal hier, außerirdischer Laserturm. Ah, ich sehe schon, meine Leute bauen langsam die Türme aus hier. Das ist übrigens ein außerirdisches, sowas wie bei Command & Conquer, ja. Bei Command & Conquer, da gibt es auch so eine sogenannten Lasertürme. Und die Dinger, die brechen aber richtig rein, so. Ja, das ist ein richtiger Command & Conquer-mäßiger Laserturm. Den bauen meine Leute überall ganz deutschlandweit auf. Um praktisch, wie gesagt, das ist halt die Stufe 1, Stufe 2. Irgendwann, wie gesagt, wenn... Wir haben ja schon bei uns im Lager die Raumschiffe zu stehen. Aber wie gesagt, wir bauen erstmal Verteidigungsanlagen, getarnt als anderes natürlich und so. Kollege, so, jetzt müssen wir mal zurückkommen. Und zwar bei den anderen Spielen bin ich immer so eingespannt, ja. Und vorhin hat man so das Thema gehabt, dass sich die Leute, also die Community so, die Leute, die mir was beibringen und alle, die sich immer den Kopf zerbrechen, wie können wir bloß Cosi mal was beibringen? Zum Beispiel bei LOL, ja, oder bei Counter-Strike, dass ich die ja sozusagen genauso, das habe ich so vorhin gesagt, dass ich die genauso stolz machen will, die LOL und die Counter-Striker, so wie ich praktisch die ETS-Leute stolz gemacht habe, als ich praktisch noch nicht so gut LKW fahren konnte. Ja, die Zeiten, wo ich in so einem Abhang hier, in so einer Gefälle praktisch stehen geblieben bin, also nachdem ich hoch wollte, bin ich ja praktisch immer mit dem LKW stehen geblieben und bin mit der verdammten Scheißkiste nicht hochgekommen. Dann ist die noch runtergerollt und ich bin noch gegen den anderen LKW oder Auto geknallt. Und dramatische Zeiten, ja, wenn man so die ersten Videos sich anschaut von ETS und wenn man so vergleicht, wie ich das jetzt so mache und so pro-mäßig einpacke, gut, das habe ich gerade das gesagt, das heißt, wenn ich jetzt einpacke, werde ich wahrscheinlich scheiße machen, ist ja immer so, und aber ich meine, ich kann sozusagen, habe ja die ETS-Leute, denke ich mal, warte, ich muss vom Gas, die ETS-Leute sozusagen glücklich gemacht, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe und das jetzt anständig sozusagen endlich hinbekomme. Ja, ich kann sogar ab und zu Chat dabei lesen. Ja, das konnte ich früher alles gar nicht. Ich bin gerade mal so hingekommen,
mit meinen 10, 20 km/h von A nach B zu fahren und Chat lesen konnte ich dabei gar nicht. Das war total, das ging gar nicht, weil ich hatte so viel zu tun mit dem Lenkrad, den Schalten und alles, weil ich fahre ja mit 12 Gängen und sowas. Das ging gar nicht. Ich fahre ja ohne Automatik, ich fahre ja Pro-Modus sozusagen. Logisch. Wenn schon, dann spielt man das richtig, oder? Ja, logisch. ETS muss man richtig spielen. 12 Gänge mit Fußschaltung, allen drum und dran, das ganze komplette Wohlfühlpaket, damit man einen optimalen Simulationsspaß hat sozusagen. Ups, du bist ein LKW-Fahrer, du bist der King auf der Straße. Und so, meine Liebe, ich werde nun in die Bettkarte stempeln. War wieder schön bei dir, freue mich aufs nächste Mal. Und schöne Fahrt noch. Und dann, oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede. Wer wusste denn jetzt gerade? Bruder, das habe ich gar nicht mitbekommen. Laura! Das war ja schon über Laura. Der Text war ja noch über. Laura war ja noch über den Text, habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt kam erst die Nachricht. Laura Löchern und herzlich willkommen alle verrückten Leute von Laura natürlich. Das ist unsere Laura mit Zins. Ja, Mann. Wir müssen, immer wenn ich Laura lese, ich habe vorhin aber schon gesagt, wir müssen immer wieder Sims weitermachen. Ist sie auf der Mittelspur. Soll es eine Anspielung sein? Ja, und wer will mich daran hindern? Welches kleine Auto, ja, welches winzig kleine PKW-Auto will mich daran hindern? Ne? Ich bin hier ein Gott auf der Straße. Na gut, die Polizei, die hat das schon beim Vorbeifahren manchmal ein bisschen komisch geguckt. Aber hey, ich will die Fahrt genießen. Wir fahren schön um 12. Schön gemütlich gleiten wir auf der Straße des Glücks dahin. Richtung Osnabrück. Ja, Mann. Und Laura, wie geht's dir denn so? Hast du denn schon wieder was Schönes gemacht bei Sims zum Beispiel? So, und Mace? Mace wünsche ich eine angenehme Nachtruhe. Möge sie von wunderschönen Zeiten in Hypnos wohl träumen, ja. So, dass ihre Träume alle in Erfüllung gehen, ihre Geheimen sozusagen. Ja. Und die Geschwindigkeit ist so relativ. Ich lasse mich gleiten. Ich lasse mich gleiten vom LKW. Der LKW führt mich sozusagen. Oh, kommt eine Tanke. Mal hier halt mal nicht an. Hier gibt es ja nur belegte Brötchen. Und kommt immer darauf an, wenn die eine Stellvertretung da ist, das habe ich schon erlebt, dann schmeckt es da nicht. Lassen wir lieber. Oh, was aber hier fährt so viel Polizei. Was haben wir? Wir haben noch Käse geladen, oder ja? Wir haben gar keine Drogen. Wegen Hardstyle wahrscheinlich. Weil die wollte irgendwas mit Drogen verticken und seitdem haben wir irgendwie die Bullen am Hals hier. So, hier, Bronas, gib mir mal meinen Latte rüber. Danke. So ist die Welt in Ordnung. Aber mein nächsten Kollegen mal wieder. Alles fein, warte mal, alles fein. Immer fleißig am Bauern in Sims. Gut, Kollege. Guck mal, schönes Wetter, oder? Oh, der Motorkraft lässt nach. Warte mal, Bronas, nimm mal kurz. Ich muss mal vom Warp-Antrieb ein Stück runtergehen. Geh mal auf Warp 8. Okay, jetzt kommt er wieder. Gib mal wieder her, mein Trink. Danke, danke, Bronas. Ach, das tut gut. Nicht so viel auf einmal. Du willst noch einen kleinen Schluck, wenn du im Dings angekommen bist. Also. Hm. Hier, Bronas, nimm mal wieder. Ich hatte auch noch ein bisschen Gras. Ups. Wow. Ein gutes in das Dingsbums gesteckt. Sei vorsichtig. Aha. Da hat es mich durchbrochen. Oh, guck mal hier. Ein weißes Gestein. Wow, von weit habt ihr gerade gesehen, wie das. Ah, ich habe Fernlicht an, oder? Scheiße, gar nicht mitbekommen. Geh mal ein Stück, geh mal am 10. Wir brauchen ein bisschen Kraft auf dem Motor. Geh mal am 9. Jetzt kommt er langsam. Gut, ey, ist eine wunderschöne Fahrt. Noch 79 Kilometer, na läuft doch. Mensch, eben hat man noch 300. Die Zeit verfliegt wie im Fluge. Seid ihr schon wieder 10 Uhr morgens? Ne, gut, Gott sei Dank. Dann los, weiter geht's. 11. Gang. Ja, was knurrst du mich eigentlich die ganze Zeit?
Was ist hier, sag mal, ist hier irgendwas nicht bekommen, dass du die ganze Zeit knurrst? Was ist denn los mit dir heute? Du bist irgendwie ein bisschen so grandig heute. Genieß doch mal ein bisschen die Fahrt mit. Ich weiß gar nicht, warum der so meckert. Die ganze Zeit ist er nur am Meckern, der LKW. Was ist denn, was ist los mit dir? 18 Tonnen ist doch ideal. Nicht zu leicht, nicht zu schwer für dich. Wunderschönes Wetter, du siehst sauber aus. Die Kollegen haben dich geputzt hier, unsere Leute. Was meckerst du mit die ganze Zeit? Verstehe ich nicht. Du wirst rechts überholt. Soll das schon wieder irgend so eine Anspielung sein? Du wirst rechts überholt. Immer diese unterschwelligen Anspielungen. Achtung, hier sind übrigens die Indianer. Lass mal gucken, wer hier wohnt. Ja, hier wohnt die... Nee. Ich glaube, hier wohnt ein entfernter Verwandter von Chingachgook. Könnte aber auch Winnetou sein. Das habe ich jetzt nicht so erkannt. Also nicht Winnetou persönlich, der würde hier nicht wohnen. Denkst du, der wohnt hier direkt an der Straße so? Also so dämlich ist das wie Winnetou nicht. Die scheinen von der Trollfraktion... Also es gibt auch Indianer, die trollen. Und ich denke mal, das waren diese dämlichen Troll-Indianer. Die wohnen natürlich direkt da mitten an der Autobahn. Also hier direkt also... Deswegen haben die wahrscheinlich auch so einen leichten Smognebel am Kopf. Das ist praktisch wie unsere Trolle teilweise. Die haben auch so ein bisschen leichten Smognebel im Kopf. Das war die wahrscheinlich zu viel eingeatmet haben. Das ist aber normal. Es legt sich, wenn du wieder wegziehst, dann wieder zurück in deinen Wald ziehst, da wo du hergekommen bist, dann geht das wieder. So. Na, alles klar, kleiner PKW-Fahrer. Ich hoffe, Mutti sind schlimmer als die Polizei. Warte mal, ich habe nicht alles gelesen. Einfache Verkehrsregeln. Was? Einfache Verkehrsregeln. Was? Verkehrsregeln? So, dann stapeln wir halt nach oben. Ist genug Platz. Ich werde jetzt mal die Matratze. Genau. Schlaf schön, träum mal schönes. Bing Brinky sozusagen. Warte mal, ich muss Kollegen erstmal grüßen. Kollege? Na also. 45 Kilometer, meine Damen und Herren. Da sind die richtigen. Guck mal hier, das sind die cleveren Indianer. Die sind ein bisschen eck von der Autobahn hier. So, lass mal gucken, welcher Stamm hier das ist. Ja, ich sehe schon an den Gebäuden. Das sind die sogenannten... Naja, die sind vom Stamme der Langfuß-Indianer. Naja, siehst du schon. Seht ihr das? Die sind vom Stamme der Langfuß-Indianer. Guck mal, wie schön die sich das hier gebaut haben, ihre Wigwams hier. Guck mal, die können direkt vom Berg, können die auf die Straße gucken. Das heißt, wenn sie irgendwas überfallen wollen, dann kommen sie von oben runtergerannt und dann ist cool, oder? Die haben cool, also ich muss sagen, die haben sich wirklich cool positioniert, kann man sagen. Ja. Wenn sie telefonieren wollen, haben sie hier gleich die Masten, da brauchen sie nur hochklettern, so indianermäßig, einfach reinklinken und dann können sie telefonieren. Na, was willst du denn mehr? Kollege hat mich gerade überholt. Dann hängen wir uns mal hinten ran, oder? Komme, Kollege, kannst du mich schon sehen im Rückspiegel? So. Wollen wir mal den Kollegen hinterherfahren? Hängen wir uns mal hinten ran. Oh nein! 1100! Alter Schwede! Und warum ist denn der nicht geblitzt worden? Ich bin hinter dem gefahren, alter Schwede. Warum werde ich denn geblitzt, wenn der Vogel, der fährt ja vor mir. Ey, Alter, wegen dir sind wir jetzt geblitzt worden, du blöde Ratte. Kollege, also wir werden uns gleich noch in der Raststätte irgendwo sehen. Alter, die 1100, die hole ich mir von dir zurück, du Vogel. Ich bin dir hinterhergefahren und ich werde geblitzt. Ich glaube, ich spinne. Ich fahre den hinterher und ich werde geblitzt. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich. Na, fahr mal geradeaus. Ich finde dich wieder. Ich kenne dein Nummernschild jetzt. Glaub mal nicht, dass du mich auf... So wie du auf der Straße erscheinst, werde ich wissen, wo du bist. Ich habe überall Kontakte. Wegen denen habe ich 1100. Das, die zahlt er mir zurück. Das kannst du glauben, Alter. Das zahlt er mir zurück, die 1100. Das kannst du aber glauben. Glaub mal nicht, dass der so einfach davon kommt. Weißt du nicht, warte mal, ich werde es gleich mal durchgeben an die Zentrale. Ich gebe das gleich mal durch. Moment.
Piep, 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 piep. Ja, warte, scheiße, ich habe meinen Kopf. Zentrale? Ja, pass mal auf. Ich bin gerade geblitzt worden. Bin geblitzt worden und das Nummernschild war BUJ33419. Ja. Guck mal nach, wo der. Versucht mal den herauszufinden, wo der lang fährt, Kollege. Weil wegen denen wurde ich gebissen und habe 1100 Dinge auf den Tisch packen. Soll ich auf den Tisch packen? Ja, wieder bei der kennt ihr ja bei Flensburg und so. Das ist echt scheiße. Also versucht mal herauszubekommen, wo der Typ hinfährt und wo dem sein Lager ist, okay? Gut, danke. So. Glaub ich spinne, Alter. Der entkommt uns nicht. Mhm. Dings, wie geht's? Gut, geht ganz gut. Ich hab so ein leichtes Augenjucken hier. So. Ich hab mein Auge juckt gerade. Ansonsten geht's ganz gut. 1100 fürs Blitzen, Leute. Das ist auf jeden Fall eine Gummipuppe. Dafür hätte ich eine Gummipuppe kaufen können. Alter, sag mal, siehst du nicht, dass ich in den Kreisverkehr rein will? Mit seinem scheiß Dreiachser. Also nichts gegen Dreiachser, aber der konnte damit nicht umgehen. Kollege, alles klar. Zebrastreifen aufpassen wegen Frau mit Kind und so. Ah, warte, ich fährt mal kurz. Ah, Baby, alles klar, ohne Blonde. Wo kommst du her? Wo fährst du hin? Na? Was? Was sagst du? Die sind hinter mir hupen. Ja, dann mach doch keinen Stress. Die hören auch wieder auf mit meiner Polizei. Polizei wieder. Guckt nicht hin. Guckt einfach nicht hin. Gut. Einfach nicht hingucken. Mensch, haben wir es geschafft? Wer hätte das? Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Man telefoniert nicht am Steuer. Hallo? Ist Mafia. Ja, ich bin Mafia. Weil mit Kose ist gar nicht so schön. Schöner Trailer, oder? Also Auflieger. Oh, da drüben winkt ja einer. Ich kenne die gar nicht. Warum hat denn die jetzt gewunken? Seltsam. Ich kenne die gar nicht. Guckt die immer noch? Ach so, die winkt gar nicht mir, die winkt da den Typen auf dem Platz zu. Die hat gar nicht mir zugewunken, die hat den Typen wahrscheinlich ihrem Freund auf dem Platz zugewunken, der arbeitet da wahrscheinlich. Jetzt hat sie mich gerade blöde angekickt. Hm. Hat wieder schön zum Horst gemacht, verstehst du? Ich dachte, die winkt mir zu, dabei hat sie ihrem Freund zugewunken. Hm. Wieder schön zum Horst gemacht. Hm. Hab mich schon gewundert, warum die mir zuwinkt. Kann es sein, dass wir hier nicht rumkommen oder so? Ich habe so ein böses. Oh, lala. So, pass mal auf, ihr geht mal wieder rein, gebt mal die Frachtpapiere ab. Wir sind ja jetzt wieder in Osnabrück. Das heißt, ihr zieht euch mal an wie Bäckersleute. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen komisch. Ihr zieht euch mal an wie Bäckersleute. Schön und nichts drunter, ja? Nur die Bäckersklopft an, schön mit Mütze, Bäckersmütze und nichts drunter, okay? Während ich derweil schon mal die Fracht an die Rampe bringe, sozusagen. Hm. Ich mache für dich gerade Werbung auf einem Teamspeak. Kick mal einen an. Was du nicht alles machst. Aber nicht übertreiben, okay? So. Wir nehmen natürlich das Schwerste, weil wir sind ja Pro schließlich. Jetzt habe ich das gesagt und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder rumlosen, so wie letztes Mal. So, ihr gebt mal die Frachtpapiere ab. Denkt dann als Bäcker und lasst euch die Kohle aus. Lasst euch nicht bescheißen, okay? So, dann war mal schön geschmeidig. Ach so, ich habe das doch gar nicht erzählt, Mann. Ich wollte doch erzählen, dass ich von Tanzverbot geträumt habe. Na, jetzt ist das ja schon am Ende. Jetzt erzählen muss ich das nächste Mal erzählen. Oh, das sieht ein bisschen... Tada.
Komm mal, Teamspeak. Nein, ich bin noch hier am Fahren. Ich muss arbeiten, Mensch. Ich bin eine schwer arbeitende LKW-Fahrerin. Sag mir quandor. Erzähl mal vom Traum von Tanzverbot. Nee, ich wollte es am Anfang erzählen. Ich bin aber am Anfang nicht drauf gekommen. Das heißt, ich muss das morgen erzählen mit Tanzverbot. Weil ich da noch ein bisschen was davon weiß. So detailgenau weiß ich das sowieso nicht mehr. War auf jeden Fall ein abgefahrener Traum gewesen. Sag mir quandor. Warte, ich mache Werbung auf Retube für Cosi. Was ist ein Retube? Von Trumpf vom Tanzverbot. Warte mal. Was ist ein Retube? Retube? Das ist ja wie so eine Zahnpasta. Was ist denn das? Ich muss mich hier konzentrieren. Hallo, ich mache hier was Pro-mäßiges gerade. Ihr schafft mich noch. Wie, ich packe jetzt nicht gut ein. Ich sag mal, ich habe das Gefühl, der fährt von alleine. Ich spüre die Macht. Alter, der fährt ja von ganz alleine in die Parklücke. Ey, hör auf. Steig aus, Mann. Steig aus. Wenn ich jetzt der Fahrlehrer, würde ich sagen, steig aus. Steig einfach aus. Warum denn? Steig aus. Steig aus. Aber warum denn? Steig einfach aus. Wenn ich jetzt der Fahrlehrer, hätte ich gesagt, steig aus. Steig einfach aus. Aber warum denn? Heute nicht mehr. Geh nach Hause. Komm morgen wieder. Nee. Steig einfach aus. Und wenn ich der Fahrprüfer, hätte ich auch gesagt, steig einfach aus. Steig aus. Ich drück nicht die Enter-Taste, Mann. Das ist für Loser, Mann. Wir sind hier Promo. Wir drücken ja keiner. Das sieht irgendwie verschwommen aus. Aber irgendwas ist in der Latte drin. Pro, hier, Harzer, gib mir mal bitte meine Latte wieder. Dankeschön. Promo nebenbei noch her hier. Glück, Glück, Glück. Ach, ich bin ja eingepackt. Ja, muss ja cool aussehen, oder? Hier so, ja. Ja, guck mal hier. Nein, Cosi, konzentrier dich bitte. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach ein geniales Spiel. Es ist ein geniales Spiel. Hier bist du zu Hause, ja, bei ETS bist du einfach zu Hause. Ich liebe dieses Spiel. Warte mal, zumindest kann man da auch sehen, wie Dinge in den Mund genommen werden, ähnlich wie Zigaretten. Und da hostet mich jetzt gerade die Hardstyle, ja? Komm mal nach Schicht, habe Besuch für dich. Die wollen dein Neue, aber die wollen deine Stimme. Nee, das habe ich schon mal gemacht. Da bin ich auf so ein TS gegangen, das war damals bei Landwirtschaftssimulator oder sowas. Und da waren da so ganz viele so Kitties und die meinten immer, hallo. Und da haben die sich total gefreut. So nach dem, sag mal, Cosi mal verarscht. Und da waren die total glücklich gewesen. Also ich auch, weil ich fand es irgendwie witzig. Und dann fanden die das total toll so. Jetzt haben wir es aber mal so richtig verarscht. Ne? Ich fand es natürlich toll, weil man muss ja auch über sich selber lachen können, oder? Wenn du über dich selber nicht lachen kannst, ist scheiße. Ja, wie gesagt, das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Oh, du packst eine Scheiße. Hätte ich bloß nicht die Schnauze so weit aufgerissen. Hey, was ist denn mit mir los, Alter? Normalerweise habe ich inzwischen das Talent entwickelt, in einen Zug pro-mäßig rückwärts reinzuhauen. Ich habe ein Leistungstief. Das ist wie beim Studieren gerade. Ich merke, ich habe ein Leistungstief. Das ist schlimm. Ich habe ein Leistungstief. Ich merke es schon. Ja. Nimm ja auf. Was? Aber egal, Cosi nimmt ja auf. Wie jetzt? Und ich habe alles. Ich hab's nicht geklippt. Warte mal. Ich hab's auch gehört. Was habt ihr gehört? Warum glaube ich, dass du ein Troll bist? Was kommt mir also bekannt vor? Was habt ihr jetzt gehört? Hä? Ihr habt gehört, dass ich gut einparke? Guck mal die Windmühlen da hinten. Erstmal vom Thema ablenken. Guck mal die Windmühlen da hinten. Die sind aber schön. Dings schreibt, warte mal. Oh, jetzt ist es weg. Nee, dort.
Ich habe gerade erst mein monatliches Geld bekommen und habe schon 60% davon für unnötigen Kram ausgegeben. Echt jetzt? Eieieiei. Das ist natürlich sehr. Das heißt, du musst noch eine Menge lernen. Du solltest mit deinem Geld haushalten. Nee, es ging um deine Lattekurse, die ich dir abnehmen sollte. Nein, 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 nein. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Noch 2 Stunden. Mann, wir sind richtig gut reingekommen, oder? Dank der Latte. Dank der Latte sind wir richtig gut reingekommen. Harzer, gib mir mal meine Latte zurück. Oh, danke. Nimm mal bitte meine Latte wieder. Whatchabedoo in a blanken Zähler, whatchabedoo in a blanken Zähler, whatchabedoo in a blanken Zähler, early in the morning. Hey ho, du blanken Zähler, hey ho, du blanken Zähler, ho, du blanken Zähler, fährst du ja eine Scheiße. Okay, gut. Das ist nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Was ist mit mir los? Das ist das zweite Mal, dass ich nicht mehr einparken kann. Ich habe ein echtes Park. Ich habe ein Einparkungsleistungstief, nennt sich sowas. Ich bin anscheinend nicht konzentriert bei der Sache, aber hey, seit wann muss man sich beim Einparken konzentrieren, alter Schwede? Der LKW, das stimmt was mit dem Auflieger nicht, der scheint kaputt zu sein oder sowas. So. So. Haben wir es jetzt endlich mal, hör mal jetzt auf mit dem Scheiß. Sollen die Zuschauer denken? So. Oh, sag mal. Noch ein bisschen quer, damit es pro-mäßig aussieht. So. Das ist unglaublich, Alter. Da spiele ich seit 8000 Jahren ETS und dann sowas. So, warte mal. Nackig im Bett mit Cosi und der Latte. 40 RP und 20 für, warte mal, 40 € für RP und 20 für bestelltes Essen. Hatte vor 3 Tagen 100, jetzt nur noch 20 oder so. Sinnvoll ist noch bestellt, aber gute Koffer. Oh, ich muss, so, pass mal auf. Ich mach jetzt mal den Motor aus, Alter. Das ist ein voll der Lärm hier. So, mach mal die. Was sagst du? Ja, hier abschließen. Aber pass bitte mit die Verschlüsse auf, weil die sind ein bisschen sensibel, ja. Nicht so dran rumreißen oder sowas. Lehrling wieder. Ja, einfach sensibel machen. Hier so. Ja, gut. Ich muss kurz warten wegen dem Lehrling da. 200 € ausgegeben, wollte für Auto sparen. Habe in einem Tag 800 € ausgegeben, wollte fürs Auto sparen. Ja, so wirst du das Auto dann nicht bekommen. Und dann für den ganzen Monat. Ja, sowas sagt, ist meistens ein Student. Ja, der Student fragt einen Student, wie viel Geld hast du noch? 100 für einen ganzen Monat. Und dann fragt man sich, wie macht der Student das? Ja, deswegen sind die Studenten ja auch was Besonderes, weil die haben die Fähigkeit, mit wenig Geld Dinge zu vollbringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ja, das ist das Problem. Deswegen später im Arbeitsleben, wenn man dann sozusagen in die Arbeiterwelt hinausgelassen wird, deswegen haben Studenten so einen Vorteil, weil die halt die Fähigkeit besitzen lernen mussten, mit wenig Geld über die Runden zu kommen, weil sie ja studieren und das ist ein hartes Brot. Studieren ist ein hartes Brot, kann man sagen. Tja, so ist das, Mann. Genau, Geld spielt keine Rolle. Achtung! Bist du fertig? Kann ich jetzt abkoppeln? Ich drücke jetzt die Taste. Geh mal weg dahin. Nicht, dass du jetzt noch das Rad vom. Alles klar? Ich guck mal von draußen jetzt. Achso, ich muss ja noch gucken, wie ich eingeparkt habe.
Oh, das sind keine 150%. Ist ja wenigstens noch drin, ja. Gerade mal 100% Einpackung geschafft. Scheiße. So, geh mal jetzt ein Stück weg. Das Rad fängt jetzt an gleich zu drehen, ne? Okay. So, habt ihr gut abgegeben alles? Ja, na also. Yes! 12.544 Euro! Minus 1.000 Euro fürs Blitzen wieder. Wo stehen wir denn da mit dem LKW schon wieder? Da ist der Schwede wieder. So. Kurs, ich bekomme schon mein Auto. Verdiene 1.800 Euro ungefähr. Also, aber 800 Euro in einem Tag ist verdammt viel. Ja, so ein bisschen schon irgendwo. Da hast du recht. Also, du solltest vielleicht ein bisschen zwischendurch mal Hypnos Volt schauen. Dann gibst du nicht so viel Geld aus. Ja, guck öfters Hypnos Volt, dann kannst du nicht so viel Geld ausgeben. So. Und für alle Trolle, bitte zurücklehnen. Und entspannen und am besten morgen wiederkommen. Es ist ein bisschen spät jetzt zum Trollen, ja. Weil es schon spät ist. Und wenn es spät ist, dann ist es zu spät. Deswegen lieber ein bisschen früher kommen, bevor es zu spät wird oder ist. Wo sind wir? Stehen schon wieder in irgendeiner Halle rum, oder? Das stimmt doch schon wieder. Ah, hä, was war denn das für eine die haben jetzt eine neue Anzeige da. Hier stimmt doch was. Das war früher nicht so. Irgendwas hat sich jetzt verändert hier. So, ich ziehe jetzt mal vor. Ich hole euch jetzt erstmal vom Eingang ab. Nicht, dass ihr da rumsteht mit der Kohle und die fangen euch hier in Osnabrück weg oder sowas. Mehr Hypnos Volt, weniger Ausgaben. Genau. Oder mehr in Hypnos Volt spenden. Oder so. Das geht natürlich auch. Da kannst du nichts falsch machen. Da ist es gut angelegt sozusagen. Denn Hypnos Volt versucht ja aus euch alle Millionäre zu machen, ja, dass ihr alle reich werdet. Deswegen ist also jede Investition natürlich, wie sagt man, eine gute Investition für angehende Millionäre sozusagen. La 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 la, du dai. So wie das Arcade-Ding. Was ist mit Arcade? Warte mal, das Ding ist nämlich immer. Hm? Fehl zu kaufen, bis dann immer so neue Events kommen. Was ist denn RP? Was heißt RP? Rollenspiele oder was? Also Dings scheint sich immer Rollenspiele zu kaufen oder so. Und Asensio, Hallöchen. Hallo liebe Kose, ich bin in einer kleinen. Was? Ich. Kose in einem kleiner Troll. Ist ein kleiner Troll. Achso. Ich gehe gleich in die Hauptschule. Na siehst du, also geht doch. Riot Points. Ich hab's mir das schon gedacht mit den RP, weil ich dachte mir so, als ich das erste Mal RP so gelesen habe, da dachte ich, meint er jetzt diese Riot Points? Also dann reden die da wahrscheinlich über LOL, habe ich so gedacht, weil ich habe nicht alles so mitbekommen im Chat. Und da dachte ich mir, ah, die reden bestimmt gerade über LOL oder sowas. Tatsächlich. Ja, habe ich also richtig getippt. Hätte sein können, das ist noch irgendwas anderes mit RP. Warte mal, ich hole euch erstmal, dass ihr einsteigen könnt, weil ihr quatscht da alle rum da draußen mit unserem Geld hier. So, kommt mal alle, steigt mal alle ein wieder. So, und das Geld macht er mal im Tresor. Gut. So, ich warte eine Weile. Fahren wir schön zum Hotel und machen Feierabend. Und dann haben wir wieder viel zu lange Livestream gemacht. Und ich war wieder viel zu laut und die Nachbarn konnten wieder nicht schlafen. Wo ist denn, ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Karte? Kusi mal, du bist schon mitten drauf auf der Karte. Was hältst du denn von Rollenplay-Surfern wie zum Beispiel GTA? Findest du, könntest da super. Seit wann gibt es denn bei GTA ein Rollenspiel? GTA ist doch kein Rollenspiel, oder? Seit wann ist ein GTA ein Rollenspiel? Ich meine, GTA ist geil. Also GTA ist geil, aber wieso? Also ich kenne den fünften Teil noch. Also den letzten Teil kenne ich noch nicht. Das ist bestimmt cool mit diesen riesen Surfer da jetzt und so. Kann man bei GTA bestimmt ordentlich rumspinnen, so richtig. So, wollen wir Tür zu. Aber seid alle drin? Oh, ich fahr schon los und ihr habt die Tür noch offen und quatscht immer noch. Dann kommt doch mal rein, Mann. Hallo. Nicht so viel Quatsch, schon einsteigen. Und Tür zu und lass das Fenster unten, Mann. Tür zu? Ist das zu?
So, gut. Frauennavierweiterung. Ich komme mal wieder nicht aus dem Arsch heute. So. Und lass das Fenster unten, Mann. So, Achtung, Zebrastreifen. Guck mal, schönes Wetter, oder? Na, PKW, alles klar. Mit deiner Chaise. Dann so viel Geld für LOL ausgeben. Was, wie ist das möglich? Bei LOL hier, Bronas, du kannst bei LOL, kannst du, rechne mal die ganzen Skins und alles. Das kostet alles Geld, wenn du da immer investierst und so. Bei Counter-Strike genauso. Ey, weißt du, warte mal. Kollege? Ey, bei Counter-Strike auch, was du da ausgeben kannst, ist voll abgefahren. Die ganzen Waffen und so, die kosten alle richtig Geld. Als ich das erste Mal so mitbekommen habe, konnte ich das auch gar nicht glauben. Ich dachte, echt jetzt? Geben die da richtiges Geld für diese Waffen da aus? Ja, ich konnte es gar nicht. Ey, ich unterhalte mich gerade. Musst du jetzt eigentlich gehen, denn du Ische, du? Und jetzt hätte ich einen Kollegen verpasst wegen dir. Kollege? Ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, ich träume. Also ich dachte, echt jetzt? Ja, da kannst du richtig Geld für Waffen ausgeben und so. Über 4-5 Jahre, jeden Monat 10 Euro auflädt. Menge Geld, wenn man davon wegkommt. Ich war ein Kollege. Das reicht immer, wenn eine extra IP. Das stimmt. Also man kann da echt. Und ich glaube Counter-Strike ist noch teurer als LoL, glaube ich. Weil die ganzen Waffen da, manche Waffen kosten, glaube ich, richtig Kohle da, also richtig übel Kohle. Ich glaube, da kann LoL gar nicht mithalten. Ich hätte auch bei Counter-Strike hätte ich gerne ein anderes Messer, das wäre schön. Aber mit dem Messer, das sehe ich ja oft beim Laufen, muss ich das Messer immer sehen und ich habe mal dieses alte Gurkenmesser. Und eine schöne P90 und eine schöne AK-47 und eine schöne M1 wäre schön. Eine schöne P250 habe ich ja schon. Die ist nicht schlecht vom Aussehen her. Ich habe sogar eine schöne 5.7 habe ich schon. Habe ich geschenkt bekommen. Wir sind übrigens in Osnabrück. Ich hätte selber nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch heute bis nach Osnabrück kommen. Gibt bei Counter-Strike Skins, die 60.000 kosten. Echt jetzt? Nee. Für CSGO musst du gar nichts ausgeben. Wie gar nichts? Doch. Du musst, wenn du schöne Waffen haben willst, ansonsten musst du halt immer mit den scheiß normalen Waffen spielen. Die sehen scheiße aus. Bei Counter-Strike gibt es richtig schöne Waffen, aber die kosten leider alle Geld. Bei LoL musst du auch keinen Cent ausgeben. Ja, aber es sieht schöner aus, wenn du die Skins hast. Es macht einfach mehr Spaß mit Skins und so. Hardstyle. Wenn du nur so spielst, ist es doch nicht so schön, als wenn du die ganzen schönen Zusätze da hast. Das ist doch viel schöner alles und so. Vor allem Counter-Strike. Das sieht dann auch viel schöner alles aus. Da macht das Töten gleich nochmal so viel Spaß. Ist doch so, oder? Achtung, Kamerien festhalten. Oh, ja, ja. Ja, aber bei CS hat das auch keinen gestört. Das hat, dass es keine Skins gab. Ja, aber jetzt gibt es ja sowas. Also warum soll man das nicht nutzen, wenn es sowas gibt? Und bevor du dir irgendwelche andere Scheiße kaufst? Also wenn man, nehmen wir mal, man spielt jetzt gerne LoL und man spielt jetzt gerne Counter-Strike und man möchte gerne da investieren. So, dann kauft man sie, als wenn man sich jetzt irgendeinen Scheiß kauft. Keine Ahnung, kaufst du ja irgendeinen Scheiß, weil wo wir dennoch besser sich was kaufen, wo man sowieso andauernd rumspielt und hat dann wenigstens ein schönes Spielerlebnis und freut sich dann, als wenn du, keine Ahnung, kaufst dir irgendeinen Scheiß wieder, verstehst du, was du gar nicht gebrauchen kannst, dann liegt der Scheiß rum, anstatt das irgendwo zu investieren, wo du halt deinen Spaß hast. Finde ich jedenfalls so. Hast du Snapchat oder Instagram? Nee, habe ich nicht. Aber hier, Tanzverbot hat es. Tanzverbot hat, glaube ich, da. Also, ich verkaufe Kisten und davon von dem Geld hole ich mir einen Schlüssel dann. Karambi Case. Warte, was Karambi Case hat, kostet 100.000. WTF, das ist ein Messerskin, echt jetzt? Das Karambit Case Adenet kostet 100.000 Euro? Boah. Ach, mir würde einfach nur ein schönes Messer reichen. Muss ja kein 200.000 sein. Also so ein schönes Messer für Counters, für beide Seiten. So. Seid alle raus? Nun steckt da mal aus, Mann. Ich will zum Parkplatz fahren, Mann. Aussteigen. Ja, ihr müsst aussteigen. Steigt aus. Und Tür zu. Ach so, hey du.
sag mal den Dienstmädchen, sag mal am Empfang, ich nehme die Präsidenten-Suite in grün, weil die entspannt mich so ein bisschen. Nee, in Hordenrot. Und ich nehme die Hordenrote und sag mal den Dienstmädchen durch die Blume, dass ich auch da bin, okay? Ich komme gleich, sag mal, ich muss nur noch einparken. Ich bin gleich da. Freuen Sie sich. Na, ich habe den Parfüm mitgebracht. Frauen lieben Parfüm meistens. Also in den meisten Fällen, wenn du den Frauen was schenken willst, schenk ihnen irgendwas, was sie alltäglich brauchen. Da freuen sie sich viel mehr, als wenn ihr irgendeine Scheiße kauft, was bei sowieso nur rumsteht. Das ist so mein Tipp. Schenk den Frauen, was sie alltäglich gebrauchen können. Da freuen sie sich. Da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen, sagen wir mal so. Es gibt natürlich bessere Geschenke, aber wenn du nichts falsch machen willst, kauf denen was Alltägliches, was sie gebrauchen können. Dann denken sie jedes Mal, wenn sie es benutzen, denken sie an dich. Naja, fast. Sag mal fast. Ja, also zum Beispiel Parfüm. Ja, vielleicht wenn sie sich schminken oder so, vielleicht ein Lippenstift oder sowas. Oder ein bisschen Make-up oder so. Also je nachdem, was sie halt so benutzen. Bis morgen, also, aber viel Spaß noch. Ne, wir gehen jetzt auch gleich schlafen. Ja. Geldprobleme, deshalb kriege, müsste alles okay sein. Ja, warte mal, jetzt habe ich das oben nicht gelesen, was Sky geschrieben hat. Lalalala. So, einpacken. So, wir stellen uns natürlich nicht auf den Kotzplatz. Was haben wir denn hier? Ein Iveco? Ach Mensch, ein Iveco. Und hat der Kollege, ja, der sieht ein bisschen aufgebaut aus, oder? Ein Zweiachser. Ja, hat eine neue Schürze dran, glaube ich. Hat oben eine Dachverkleidung. Der hat sein Iveco schon so ein bisschen aufgebaut. Der verdient schon so ein bisschen Geld, der Kollege. In Grau. Mit Mausgrau. Mensch. Ist aber nicht so sexy. Aber dezent. Seriös, sozusagen. Genau, und Hardstyle. Träumen was Schönes. Träume von Latte Macchiato. Ja. Yeah. Herrlich. Schönes Fahrwetter, oder? Wir haben auch sogar ein bisschen Fotos diesmal wieder gemacht. So, wir sind. So, das Witzige ist, wir sind jetzt wieder in Osnabrück und fahren jetzt wieder nach. Wir wollen jetzt wieder nach Berlin. Jetzt ist das gleiche Spiel umgekehrt. Vorher wollten wir ständig nach Amsterdam, sind nicht nach Amsterdam gekommen. Jetzt wollen wir nach Berlin, kommen nicht nach Berlin. Das ist schon fast, das glaubt man. Wenn man das nicht selber sehen würde, würde man das nicht glauben. So. Aber schön. Das heißt, es gibt einen sogenannten wieder mal, typisch für Hypnos World, ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu. Also ich finde, wenn man praktisch irgendwas gerne spielt oder so und man weiß zum Beispiel, warte mal, gut, oh ja, also, warum habe ich nicht vorher so eingeparkt bei dem Hof? Jetzt klappt es auf einmal wieder. Also ich finde, wenn man irgendwas gerne spielt oder so oder man macht halt gerne Gaming und so, hörst du mal auf rumzugehen, wenn ich gerade hier am Reden bin? Oder man macht halt gerne Gaming und sowas. Ich meine, dann lohnt sich das doch zu investieren, oder? Weil man hat ja da seine Freude und seinen Spaß. Als wenn man jetzt irgendeinen Scheiß sich kauft, was wieder, was man gar nicht gebrauchen kann oder so. Dum, dum, dum. Ist doch so. So, gehen wir mal raus. Haben wir es geschafft. Wir sind wieder in Osnabrück, wo wir eigentlich schon so irgendwie gewesen sind. Ah, guck mal, das ist der Blonde wieder. So, beenden wir erstmal die Aufnahme. So, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wollten ja heute nach Berlin fahren, hat leider nicht funktioniert, war aber auch klar gewesen, das wäre zu leicht gewesen. Ja, mal stell mal vor, wir hätten jetzt ETS gestartet, wären gemütlich nach Berlin gefahren und hätten uns unseren neuen LKW genommen, unseren schönen gelben DAF, den wir uns schon mal zurechtgeschnitzelt haben, ja, aber nee, das Schicksal hat gesagt, naja, so leicht ist es ja noch nicht bei Hypnos World, war es noch nie gewesen. Wenn wir ehrlich sind, wir hätten was wissen müssen, oder? Wir hätten genau gewissen müssen, wir fahren jetzt nach Berlin und wenn wir nächstes Mal kommen, sind wir in Berlin und fahren wieder nach Berlin. Das hätten wir wissen müssen, weil bei Hypnos World ist nie irgendwas leicht. Das war schon immer so gewesen. Theoretisch hätte man das eigentlich schon erwarten können, oder? Ja, man hätte es eigentlich erwarten können. So typisch, oder? Das ist typisch Hypnos World. Ja. So, das heißt, wir stehen kurz vorm Wochenende. Noch nicht. Also ich muss erst schlafen, mich wieder auferstehen. Dann bin ich praktisch im Freitag und dann ist praktisch schon wieder Wochenende. Völlig abgespacete Kiste, sage ich nur.
So, erstmal Aufnahme. Yes! Und wir sind schön gefahren. Ey, das hat wenig geleckt. Das hat nur einmal geleckt. Das hat dann die ganze Zeit gegangen. War schön, oder? War echt eine schöne Aufnahme. Eine richtig tolle. Vor allem auch eine schöne Fahrt mit schönen Bildern. Wir hatten wirklich, das war mal wieder so ein Back to the Roots praktisch mit ETS. War schön gewesen. Ich habe versucht, mich auch zu benehmen, dass ich ein bisschen ETS-mäßiger bin, so wie früher, so am Anfang, wo ich noch ein bisschen seriöser war, nicht so arrogant, nicht so angeberisch, so große Schnauze. Früher war ich ein bisschen bescheidener gewesen bei ETS. Da war ich nicht so ganz so arrogant. Ja. Diesmal habe ich versucht, wieder ein bisschen runterzukommen und nicht mich als den größten LKW-Fahrer der Welt zu halten, sondern wieder halt ein kleiner, bescheidener LKW-Fahrer, der halt einfach nur seinen Job macht und halt seine Frachten fährt, um halt praktisch gesund und glücklich anzukommen mit seinen Leuten, die er alle mitnimmt. Ja. Aber wenn man halt so gut fährt, dann muss man einfach mal auf die Scheiße machen. Nein, ey, Mann, ich bin ja auch stolz, muss ja auch ein bisschen stolz auf mich sein. Ich meine, ich habe früher stark gelitten. Ich hatte psychologische Komplexe, weil ich den Berg nicht hochgekommen bin. Also kann ich auch mal ein klein wenig arrogant sein, weil schließlich habe ich stark gelitten. Also ich musste viel durchmachen bei ETS. Wirklich. Und die Zuschauer auch. Also die mussten auch viel mit durchmachen mit mir und alles. Also von daher darf man auch mal ein klein wenig arrogant sein, oder? Ich meine, ich mal. Darf man nur ein bisschen mal wenigstens. Nicht immer, aber ein bisschen mal kurz. Nur los jetzt hier.